Herzlich willkommen zu einer neuen Reihe 10 gute Minuten. Heute will ich euch zeigen, wie man Brüche erweitert und kürzt und mit Hilfe von Erweiterung bzw. Kürzen der Größe nach anordnen kann. Zunächst ein kleines Einführungsbeispiel. Wir nehmen einmal an, Karl und Herbert gehen zum Pizzabäcker und jeder von beiden bestellt sich eine Pizza. Die erste Pizza teilt der Pizzabäcker in 4 gleich große Teile. Die zweite Pizza teilt der Pizzabäcker in 8 gleich große Teile. Also das soll gerade sein. Ist nicht so ganz einfach zu zeichnen, aber jetzt ist besser. So, nun, Karl isst von der Pizza, die in Viertel geteilt wurde, 3 Viertel. Herbert isst von der Pizza, die in 8 Achtel geteilt wurde, 6 Achtel. So, jetzt ist die Frage, wer von beiden hat mehr gegessen? Herbert, der die 3 Viertel gegessen hat, oder Karl, der die 3 Viertel gegessen hat, oder Herbert, der die 6 Achtel gegessen hat? Nun, streichen wir mal das nicht gegessene Teil weg. Und dann sehen wir doch, dass offenbar beide gleich viel gegessen haben. Also, diese 3 Viertel sind dasselbe wie die 6 Achtel. Hier haben wir also 3 Viertel Pizza, ist dasselbe wie 6 Achtel. Das nennt man Brüche erweitern. Genau genommen geht man so vor, dass man den Zähler und auch den Nenner mit der gleichen Zahl mal nimmt. Also hier in dem Fall wäre es die Zahl 2. 4 mal 2 sind 8, 3 mal 2 sind 6. Wir haben also den Bruch mit der Zahl 2 erweitert. Und der Wert bei der Brüche ist genau gleich. Wir könnten das auch mit anderen Brüchen machen, zum Beispiel mit 11 Zwanzigstel. Es kann sein, dass wir wollen, dass im Nenner statt 20 eine 100 steht. Das wird später bei der Prozentrechnung interessant. Nun, jetzt müssen wir überlegen, 20 mal 5 ist 100. Also müssen wir, damit der Wert des Bruchs erhalten bleibt, auch die 11 mit der Zahl 5 erweitern, das heißt mit der Zahl 5 mal nehmen. Und 11 mal 5 sind 55. Das heißt, 11 Zwanzigstel ist dasselbe wie 55 Hundertstel. Das Ganze kann man auch rückwärts gehen. Nehmen wir mal an, wir haben hier die 3 Viertel Pizza, also Herbert hat 3 Viertel Pizza gegessen. So, 3 Viertel Pizza. So, und Karl bekam die 6 Achtel. 2, 4, 6 Achtel. Dann sehen wir doch, dass es auch in dieser Richtung gleich bleibt. 6 Achtel ist genauso viel wie 3 Viertel. Nun, was wurde jetzt gemacht? Es wurden einfach beide Zahlen, also sowohl der Zähler als auch der Nenner, durch dieselbe Zahl geteilt. Und in dem Falle ist das die 2. 6 geteilt durch 2 ist 3, 8 geteilt durch 2 ist 4. Und das nennt man einen Bruch kürzen. Das kann man auch wieder mit beliebigen Brüchen tun. Allerdings muss man darauf achten, dass Zähler und Nenner, dass der GGT, der größte gemeinsame Teiler, von Zähler und Nenner nicht 1 ist. Dann lassen sich Brüche nämlich nicht mehr weiter kürzen. Wir machen mal ein Beispiel. Wir nehmen mal 20 Achtzigstel. Nun
Wir sehen, beide Zahlen, Zähler und Nenner, enden auf eine 0. Wir können also Zähler und Nenner hier mit der Zahl 10 kürzen. 20 durch 10 sind 2. 8 geteilt durch 10. 80 geteilt durch 10 sind 8. Nun, der GGT von 8 und 2 ist aber größer als 1. Genau genommen ist er 2. Das heißt, wir können noch weiter kürzen. Wir können nochmals Zähler und Nenner mit der Zahl 2 kürzen. Jetzt haben wir hier oben 1 und im Nenner haben wir 4. Ein Viertel können wir nicht mehr weiter kürzen, denn der GGT von 1 und 4 ist 1. Das heißt, genau genommen, man könnte jetzt Zähler und Nenner durch 1 teilen, das würde an dem Bruch aber nichts verändern. Und das nennt man einen vollständig gekürzten Bruch. Ein vollständig gekürzter Bruch. Das heißt, Zähler und Nenner haben als größten gemeinsamen Teiler nur noch die 1. Von einem vollständig erweiterten Bruch können wir nicht sprechen, denn jeder Bruch lässt sich beliebig oft erweitern. Zum Beispiel hier mit der 100. Und dann haben wir 5500, 10 Tausendstel. Und auch hier könnten wir wieder mit 10, mit 100, mit 1000 erweitern. Das bleibt uns ja frei. Das heißt, während das Erweitern immer weitergeht, hört das Kürzen irgendwann auf, und zwar dann, wenn der Bruch vollständig gekürzt ist. Mit Kommazahlen wollen wir hier in dem Fall noch nicht operieren. So, Erweitern und Kürzen hilft uns, Brüche zu vergleichen. Nehmen wir mal die zwei Brüche, 2 Fünftel, und dann nehmen wir den Bruch, sagen wir mal, 5 Elftel. Jetzt ist die Frage, welcher Bruch ist größer, 2 Fünftel oder 5 Elftel? Das können wir ohne weiteres nicht so sehen. Also erweitern wir beide Brüche so, dass im Zähler, im Nenner dieselbe Zahl steht. Also schreiben wir 2 Fünftel erweitert mit, jetzt gucken wir, mit welcher Zahl man hier mal nehmen muss, mit 11. Wir erweitern mit 11 und dann haben wir stehen 22 55stel. Und den Bruch 5 Elftel erweitern wir jetzt hier entsprechend mit 5. Das Ziel ist, dass im Nenner dieselbe Zahl steht. 11 mal 5 sind 55 und 5 mal 5 sind 25. Also sehen wir, 25 55stel ist größer als 22 50stel, also ist 5 Elftel größer als 2 Fünftel. Man könnte dasselbe auch tun, indem man die Brüche auf denselben Zähler bringt. Dann hätten wir 2 Fünftel ist. Jetzt überlegen wir, was ist das kleinste gemeinsame Vielfache von 2 und 5? Na, das ist 10. Also erweitern wir den Bruch, dass im Zähler 10 steht. Dann nehmen wir 2 mal 5 ist 10 und 5 mal 5 und haben den erweiterten Bruch 10 25stel. Und hier 5 Elftel erweitern wir mit der Zahl 2, da 2 mal 5 10 gibt. Und es soll ja derselbe Zähler auftauchen. 2 mal 5 ist 10, 11 mal 2 ist 22. So, jetzt müssen wir aufpassen. 10 25stel ist kleiner als 10 22stel, denn je größer die Zahl im Nenner bei gleichbleibendem Zähler ist, desto kleiner ist die Bruchzahl. Also haben wir auch hier dasselbe Ergebnis, 2 Fünftel ist kleiner als 5 Elftel. So,
Ich schlage vor, ihr nehmt euch jetzt einfach ein paar Brüche vor. Ihr könnt sie euch selber ausdenken, ihr könnt aber auch im Schulbuch nachsehen und probiert das einfach mal aus mit Hilfe von Erweitern bzw. Kürzen, Brüche der Größe nach anzuordnen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.